In den vielen Jahren der Investitionstätigkeit passieren so manche Dinge, gute und weniger gute. Und wie immer bei Investitionsvorhaben in der DDR spielten die sozialen Wirkungen der Maßnahmen eine große Rolle. Ganz besonders dann, wenn neue Standorte erschlossen werden und eine große Anzahl von Menschen betroffen oder von den Vorhaben beeinflusst wird. Im Falle des Neubaus des Gelenkwellenwerkes in der Ortslage Mosel gab es erhebliche Einschnitte in die Gemeinde Mosel bei Zwickau und die hatten bestimmte Vorstellungen, was man mit dem Gelenkwellenwerk auch an Vorteilen für den Ort ableiten kann. Sie brauchten unter anderem eine Vergrößerung ihrer Kindergarteneinrichtung, also die Erhöhung der Kinderplätze. Klarer Fall, wer so viel Geld für eine Fabrik ausgibt, kann auch noch so einen kleinen Kindergarten mitbauen. So dachte der CDU-Bürgermeister von Mosel. Und er hatte recht. Wir hatten ein ausbaufähiges Haus in der Nähe des Sportplatzes im Auge. Es war noch bewohnt von einem alten Ehepaar. Ich denke, es war die Familie Junghähnel. Der Mann war schwer krank und weder Gemeinde noch das Wohnungswesen oder sonst wer traute sich hin zu der Familie, um eventuell einen Umzug in eine Neubauwohnung in der Kippenhahnstraße vorzuschlagen. Sie sollten für das alte Anwesen natürlich ausgezahlt werden und sollten auch eine Wohnung aussuchen können in diesem Neubau, in einer wunderbaren Lage. Mein Stellvertreter, ein sonst ziemlich robuster Kollege und Ingenieur mit einer direkten und geradlinigen Ausdrucksweise, musste wieder mal herhalten und die höchst knifflige Aufgabe übernehmen. Gedacht, getan, der Gerd Kahle ging zum Junghähnel und kam schnell zurück. Er sagte, du, das war klasse, die haben sich gefreut, können das Anwesen nicht mehr halten und wünschen sich eine Wohnung im ersten Stock mit dem Blick auf das Erzgebirge. So geschah es und wir hatten das Haus. Mit dem Umbau spart man sich eine Menge Ärger und man kann die Lasten wesentlich erleichtern, denn all die Standortfragen wie Versorgung und Entsorgung und die Genehmigungen werden auf ein Minimum beschränkt, sodass der Umbau recht schnell vonstatten gehen konnte. Und tatsächlich, es wurde eine wunderschöne Kindereinrichtung. Dann kam der Tag der Abnahme und der Übergabe an die Gemeinde. Der Gerd Kahle hatte alles gut gemacht und es ging alles pünktlich und dann sollte er auch den Ruhm ernten und den berühmten Plaste, das berühmte Plasteband mit der Schere durchschneiden, also den Kindergarten an die Gemeinde übergeben und die Lobsagungen entgegennehmen. Doch es kam anders. Die staatliche Bauaufsicht und natürlich auch das Jugendamt stellten fest, die Schlafräume im Obergeschoss waren 3 oder 4 Zentimeter zu niedrig, sie entsprachen also nicht der Norm. Die Abnahme fand nicht statt. Nun war ein guter Rat teuer. Als ich mir das alles angehört hatte, hatte ich ordentliche Wut. Wut auf die Gesetze, Wut auf deren Anwendung und demzufolge bekamen die Mitglieder der Abnahmekommission alle Tiernamen, die mir gerade einfielen.
Doch das half natürlich nichts. Davon wurden ja die Schlafräume auch nicht höher. Nach einigen Tagen haben wir eine neue Abnahme angesetzt, und zwar mit der alten, geringen Deckenhöhe. Ich habe meinen Kollegen Kahle gesagt, der zuweilen von den Kollegen Ayatollah genannt wurde: Mein Lieber, sag denen, wir haben keinen anderen Kindergarten. Und die Kinder, die sind ja auch klein. Und wenn sie schlafen, dann liegen sie noch flach. Also wie sollen sie sich denn den Kopf einrennen an der Decke wegen dieser paar Zentimeter? Und überhaupt, Sondergenehmigung oder nicht, Kindergarten oder nicht, wir haben nur dieses Haus. Niemals hätte ich selber diese Rede so umgesetzt. Aber er hatte einen dienstlichen Auftrag. Und wenn sie uns das übel genommen hätten, dann hätten wir immer noch eine Möglichkeit gehabt, wieder rauszukommen. Gegenteil. Ich konnte einen strahlenden Kollegen in meinem Büro empfangen, denn der hatte das genau so gesagt und noch dazu in der richtigen Lautstärke. Der Kindergarten war übergeben. Ich habe in den folgenden Jahren nur Gutes aus diesem Haus gehört. Und nur Lob konnten wir entgegennehmen. Es hat sich auch niemals ein Kind den Kopf eingerannt, und auch eine Betreuerin der Kinder hat sich nicht den Kopf eingerannt. Nicht in diesem Hause.